Willkommen zurück beim Finale von Let's Play Beyond Two Souls. Natürlich, Let's Play ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil jetzt ist es tatsächlich nur noch Let's Watch. Wir spielen nicht mehr. Hier gibt's nichts mehr zu spielen. Das Spiel ist vorbei. Tatsächlich. Bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Yep. Das ist wie in einer Endlosschleife. Und das erklärt den Zeitstrahl. Immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz unordentlich. Also vor allen Dingen erklärt das, warum wir immer hin und her gespult wurden. Also schreibe ich Tag. Mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Das ist die Erklärung vom Spiel. Mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall. Wobei ich nicht wirklich weiß, ob man sich an sowas erinnern möchte bei manchen Sachen, aber sind nicht Erinnerungen das, was uns Menschen ausmachen? Jetzt wären wir hier noch poetisch, aber ja, so ist es doch. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um einen neuen Kondensator als um mich. Besser so. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ja. Ehrlich gesagt, schräg, wenn nicht. Ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Eiden. Genau. Also wenn sie sich eins verdient hat, dann zumindest das. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Ja, so halb, ne? Schon fast, als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Naja, dadurch, dass er tatsächlich immer bei ihr war. Ja. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Ich denke einfach mal, das ist wirklich gut vergleichbar. Das ganze Leben von ihr war er da und jetzt auf einmal ist er nicht mehr da. Jetzt so wie mein ganzes Leben habe ich mein rechtes Bein. Und wenn mein rechtes Bein auf einmal weg wäre, dann wäre ich schon traurig. Cool, Kumpel, Buddy, du lebst noch. Ich weiß nicht, ob er theoretisch sterben könnte, wenn man ihn mit Eiden nicht heilt, falls man das überhaupt machen kann. Ja, die kleine Prinzessin. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Aufzuwachen? Ach so, okay. Ja, alles klar. Ich meine, ich bleibe auch gerne lange im Bett, aber es war offensichtlich. Irgendwann weiß ich, jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich aufwachen sollte. Da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Das? Um zu hören, was ich fühle. Ja. Okay. Seht ihr selbst, das Ende ist so ein bisschen. Ich erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Naja, komplett in der Gegend herum. Ne? Nicht mal auf die böse Art und Weise, aber. Ne?
Ryan! Du hast dich nicht verändert. Du hast immer noch den Kurzhaarschnitt. Und naja. Ob das jetzt modisch ist, weiß ich nicht, aber ich kleide mich selber nicht modisch, von daher. Wundert es mich nicht, dass ich nicht weiß, was jetzt als modisch gilt. Wir verreisen aber er trägt so auf jeden weg, Fall Klamotten. Reicht ja. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken. Ist wohl besser so. Zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Mhm. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite Verstehe. Nicht da sein. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Okay. Es gibt nichts Besseres als Strand dafür. Strand und Bikini-Kuschelein. Ja. Es gibt nichts Besseres als Strand und Bikini-Kuschelei. Scheinbar. Ich hab keine Ahnung. Ich sehe es nur und denke mir so, ja, okay, fein. Schlimm ist es nicht. Um Gottes Willen, nein. Es ist nur relativ plötzlich, sag ich mal. Aber übel nehme ich denen das natürlich trotzdem nicht. Warum auch? Hab ich ja gar keinen Grund für. Das ist eine Kokosnuss. Damn. Jetzt wird man schon, während man harmlos da sitzt, von Kokosnüssen attackiert. Immer noch hier. Das Einzige, was ich daran dann nicht verstehe, wenn er die ganze Zeit, also sollte er die ganze Zeit da gewesen sein, wollte er ihr nur eine Pause gönnen? Oder warum hat er sich vorher nicht gemeldet? Verstehe ich halt nicht so ganz genau. Wobei es auch nicht so schlimm ist, wenn ich es nicht sofort verstehe, aber meine Güte. Das ist schon. Ich weiß nicht, wenn man sieht, dass die traurig ist, weil man nicht da ist, sich nie zu melden, ist jetzt nicht unbedingt nett. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume. Ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Antrag. Ja, dem würde ich zustimmen. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Was macht er schon ein drittes Mal? das Einzige, was ich jetzt an dem Ending zum Beispiel nicht verstehe, sage ich jetzt mal so, ich weiß jetzt nicht, ob sie einen zweiten Teil machen wollten. Und ich bin ganz ehrlich, ich war jetzt derjenige von uns beiden, als wir es gespielt haben. Den hat das jetzt weniger interessiert tatsächlich, das ist, ich weiß nicht. She's magnificent.
man könnte zwar sagen, es baut definitiv eine gute Story auf, aber ja, das war's dann auch irgendwie. Es ist schwer zu sagen, ich will das Spiel ja nicht schlecht reden, weil es nicht unbedingt schlecht ist, aber prinzipiell könnte man wieder sagen, es ist kein Spiel. Es ist halt ein interaktiver Film. Wenn man jetzt solche Spiele mag, sowieso kein Thema. Die meisten mag ich auch. Normalerweise. Aber das heißt halt nicht, dass ich jedes mag. Und das hier, ich weiß auch nicht, hat mich jetzt weniger mitgerissen als manche andere. Warum dem so ist, weiß ich nicht. Aber es hat mich halt nicht ganz so mitgerissen, wie es hätte vielleicht sein können. Und trotz allem würde ich nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist halt nur, die Story ist zum Teil so ein bisschen reines Klischee. Ne, dass sie zum Beispiel vom Militär benutzt wird. Wow, schockierend. Ne? Total schockierend. Ich hätte das absehen können, dass das Militär eine Waffe benutzt, wenn man so möchte. Oder wie schockierend, dass das Militär sie als Waffe benutzt und dann noch an Kondensatoren arbeitet. Auch äußerst schockierend und kaum absehbar. Das sind so kleine Feinabschnitte, würde ich sagen, die für mich jetzt das Spiel nicht deutlich besser machen oder schlechter, je nachdem, wie man es sehen möchte. Es ist halt nur nicht unglaublich, sag ich mal. Das, was da ist, ist völlig okay. Es ist richtig gut. Es ist halt nur nicht unbedingt meins. Aber das darf halt jeder für sich entscheiden, tatsächlich in dem Fall auch. Was soll's? Ich hoffe trotz allem, es hat euch gefallen. Es war halt mal was komplett anderes. Hiernach werde ich dann wahrscheinlich etwas kürzere Projekte anbringen. So PS2, PS1 Ära technisch. Mal sehen, was ich da mache. Es war meine Erfahrung, aber ich merke selber, ich habe halt sehr, sehr lange, ich sag mal, allein damit gezögert, das halt mal aufzunehmen endlich. Beziehungsweise mich hier hinzusetzen und es nachzuplappern. Also ich bin definitiv kein großer Freund des Nachsynchronisierens. Das ist nicht so meins. Auch das ist nicht schlimm. Das ist halt auch jeden das Seine. Für mich persönlich ist es jetzt halt nicht unbedingt. Aber das heißt ja nicht viel. Ne, das heißt ja prinzipiell nur, ich sollte wahrscheinlich mich lieber hier hinsetzen und Spiele direkt aufnehmen. Und dann blabern. Spaßen, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ich sollte jedenfalls nicht das Nachsynchronisieren großartig. Es ist nicht unbedingt meins. Es ist ungefähr so nicht meins, wie das Spiel nicht meins war, aber trotz allem interessantes Spiel, mal komplett was anderes. Ich kann euch nur ans Herz legen, probiert es halt aus. Das Spiel ist mittlerweile für, ja, 20, glaube ich, 20 Euro zu haben. Das ist also nicht viel. Und es ist nicht die Welt. Also ihr könnt ohne Probleme mal in einen Laden gehen und euch das Spiel besorgen. Ne, Saturn etc. pp. Wobei ich jetzt keine Werbung dafür machen will. Es ist halt nur, es ist relativ billig zu bekommen, wenn man es denn haben möchte. Und theoretisch ist das natürlich eine gute Sache, ne? Jeder, der das Spiel gesehen hat und gedacht hat, will ihn nicht unbedingt haben, der hat jetzt seine Chance dafür. Ansonsten, es ist ein gutes Spiel zum Verleihen, tatsächlich. Also, wir haben dieses Spiel nicht gekauft gehabt, wir haben es uns ausgeliehen.
aus einer Videothek und haben es dann komplett aufgenommen. So kurz ist das dann tatsächlich auch. Das war dann ein Wochenende und dann war das Spiel durch. Deswegen für den vollen Preis, würde ich persönlich eher sagen nein. So einmal zum Aufnehmen, dann schon ja. Sollte sich tatsächlich jetzt nach diesen Videos hier einer dieses Spiel kaufen, dann wäre ich doch mal sehr interessiert daran, wenn man mir schreibt, was in verschiedenen Situationen hätte anders laufen können. Wo dann tatsächlich ein großer Effekt besteht, weil man dann, keine Ahnung, den Stecker nicht gezogen hat, welchen Stecker auch immer. Oder wenn man nicht an die Keksbüchse gegangen ist. So kleine Sachen. Im Prinzip aber alles. Also ich bin auf alle möglichen Veränderungen gespannt. Die tatsächlich existieren bzw. entstehen können, wenn man halt verschiedene Antworten gibt. Ein bisschen schade, dass die Musik mal wieder nicht lang genug ist. Ich weiß nicht, was die immer mit ihren Credits machen. Warum kann man nicht mal dafür sorgen, dass die Musik lang genug ist in den Credits, damit ich auch tatsächlich während der Credits die Musik habe? Naja. Das war es jedenfalls von mir. Das war Let's Play Beyond Two Souls. Ein kleines Experiment. Ein wirklich kleines Experiment. Tja, und ich weiß nicht, ob der Tod dieser beiden Menschen das Spiel beeinflusst hat. Auf diese, naja, Entscheidung von Nathan. Nun ja, vielleicht kommt irgendwann mal ein zweiter Teil raus, wer weiß das schon so genau. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einem neuen Projekt wieder und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss Leute und holy shit, gibt's hier viele Trophäen.